Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Wir müssen noch mal ein bisschen Eisen holen, weil wir haben keine Fließbänder mehr. So. Und so. Und Fließbänder. Do it, Junge. Mach it. Gut, Fließbänder, Schmießbänder. Ja, ich kann ja derweil mal kurz warten hier auf die Fließbänder und alles. Kann ich ja mal euch kurz Sachen zeigen. Hier nämlich zum Beispiel seht ihr direkt, dass dieses Kohlebergwerk legt all seine Kohle auf die rechte Seite vom Fließband. Das liegt daran, dass das Fließband zwei Seiten hat, die einzeln befüllt werden können. Das bedeutet, wenn jetzt hier zum Beispiel, wo wir stehen, eine Fabrik stünde, die Eisen braucht und auf der gleichen Seite wie Kohle liegt Eisen und hier nimmt aber keiner die Kohle weg, dann kommt hier nie Eisen hin. Und deswegen muss man dann nachher aufpassen, werden wir sehen, gerade wenn wir mehrere Komponenten irgendwohin verfrachten wollen, müssen wir da aufpassen, wie wir, auf welche Seite wir was für Sachen auf dem Fließband bringen, damit sich da nichts in die Quere kommt. Ja, so wird es. Okay, das stimmt, gut. Da sind die schon wieder leer, die Fließbänder. Ja, achso, eins haben wir noch. Naja gut, aber mit einem kommen wir eh nicht weit. Eins is not the world. Sorry, ey. Leg mal noch rein. Gib mal hier noch her. Mach mal nochmal neu. Hast du noch? Hat noch. Ja, meine Lieben. Factorio kostet gerade 20 Euro bei Steam. Und wird auch in absehbarer Zukunft nicht billiger. Steht sogar auf der Shop-Seite. Steht unten drunter Disclaimer. Finde ich gut, finde ich fair. Wir haben nicht vor, an irgendwelchen Sonderverkäufen teilzunehmen oder billiger zu werden in nächster Zeit. Weil ich hatte mir das erstmal auch auf die Wunschliste getan und dachte, naja, wenn es billiger wird, dann legst es dir mal zu. Oh, wenn es mal im Sale ist, ne? Aber wird nicht gesaled. Achso, jetzt habe ich hier natürlich. Wir natürlich auch gucken, wie das abläuft dann. Ja, jetzt habe ich hier natürlich ein Problem, Leute. Das war leichte Verplanung. Weil jetzt kann ich hier natürlich nirgends. Aber ich dumm bin, ja. Warte mal. Gib das mal wieder her. Und gib das mal wieder her. Und gib das mal wieder her. Und jetzt hat nichts mehr Strom hier. Da müssen wir nämlich hin. Und dann klappt es auch mit dem Strom. Ah. Also, der geht auch durch. Schön. So, und jetzt seht ihr, hier nehmen diese Greifärmchen, diese elektronischen, nehmen jetzt die Kohle hier vom Fließband und packen das in die Öfen, wenn man es braucht. Ist das nicht schön? Es ist schön, sage ich euch. So, und da haben wir unsere erste Automatisierung gemacht. Mit unserem selbstbeschriebenen. Also das ist jetzt ein Perpetuum mobile sozusagen. Wir fördern hier Kohle dank des Stroms, den wir mit der Kohle befeuern und das läuft ganz von alleine. Da müssen wir gar nichts bei machen. Ist das nicht herrlich? So habe ich das gern. So, und jetzt packen wir erstmal hier, weil die werden wir sobald nicht mehr brauchen. Packen wir mal die Rohre raus aus dem Gürtel. So. Und die können aufeinander und wir haben ganz schön viel Stein. Jetzt, ja, ist die Frage, können wir nicht. Das ist so eine Sache, dann müssen wir das erstmal so machen, ja. Das ist viel mehr Eisen, als wir schmelzen hier gerade. Deswegen stellen wir hier schon mal Schmelzöfen hin. Werden wir eh noch eine Menge von brauchen, vertraut mir. Trust me, I'm an engineer. Schmeißen wir schon mal rein. Dann kann hier mehr gleichzeitig fertig werden. So. Zack, elektrischer Erzförderer. Supi. Supi. So, jetzt müssen wir uns natürlich schon mal überlegen, wollen wir hier vielleicht, ne? Also man braucht nämlich verhältnismäßig. Also man braucht das Grundprodukt, was man aus dem Eisen macht, nämlich die
Die Eisenplatten, die sind halt die Grundlage für alles, so ein bisschen. Und deswegen wird man da auf Dauer, jetzt am Anfang natürlich nicht, aber auf Dauer werden wir da eine verhältnismäßig hohe Zahl von brauchen. Und deswegen bietet sich das, glaube ich, an, dass hier so, wenn wir hier, ja, so machen wir es. Wir fangen hier an. Wartet, jetzt muss ich, genau, da geht es nämlich schon wieder los. Jetzt müssen wir überlegen, das geht so erstmal, nachher müssen wir uns da was für ausdenken. Ihr seht jetzt rechts in dem Fensterchen, seht ihr, wie viel erwarteter Outcome aus der Mine rauskommt. Ich glaube, wir geben uns hier gar nicht mit diesen komischen Randsachen mit 14, 15k ab. 27k muss. Oder wir fangen hier mit 23 ist, glaube ich, ganz gut. Ja, klar, ganz gut ist was anderes, aber schon mal besser. Lasst mich kurz nachdenken, schmachdenken. Ja. Das sind zu wenig Fließbänder. Hier ist das Eisen leer. Mehr Fließbänder, bitte. So. Gib hier noch das Eisen. Teile das hier schön auf. Ja. Ja, ich glaube ganz gut. Und dann gehen wir hier mal noch Kohle holen. Ich glaube nämlich beim Kupfer müsste unsere Kohle leer sein. Und das finden wir schlecht. Weil wir wollen gerne, bitte, danke, Kupfer. Brauchen wir auch verhältnismäßig viel von. Gucken wir jetzt nochmal so einen Pipi-Stein. Wo bist du, Herr Kupfer? Oh, geht sogar noch. Ach so, ja. Aber seht ihr, weil ich das jetzt nicht automatisiert habe, macht er seit Stunden kein neues Kupfer. Prima, Finn, Jan, supi. Mach direkt noch einen Ofen. Mach noch zwei, komm. Brauchen wir auch. Kupferplatten sind wie Eisenplatten, nur nicht ganz so hart. Also, auf Deutsch, da werden wir eine Milliarde Millionen von brauchen. So, jetzt haben wir das. Was fehlt? Jetzt fehlt wieder Eisen. Das ist, ja, wie mit Nudeln. Zu viel Nudeln, zu viel Soße. Hier, ja, schmeiß ja nochmal rein. Brauchen wir zwar erstmal nicht die Steine, aber was wir haben wir, wa? So. Ja. Wie wär's mal mit bisschen Strom für unseren Eisen hier oben? Jetzt ist das natürlich ganz schön weit weg, aber macht ja nichts. Wir machen das hier erstmal so schräg rein. Nachher gibt's, glaube ich, noch größere Masten. Wie gesagt, ich habe ein bisschen gespielt, aber noch nicht so viel. Also die dann mehr Strecke abdecken. Also erstens mehr Stromverteilung, glaube ich, machen. Und die weiter auseinanderstehen dürfen. Glaube ich. Hoffe ich. Weil die muss man doch verhältnismäßig häufig setzen, ne? Das ist ein bisschen. Bisschen kacki. Ja. Sagen wir, wie das ist. Und jetzt mal. Also, wir möchten hier runter. Das war doof. So. So. Also, wir möchten hier runter. Leg das mal aus der Hand. Wir möchten hier runter. Von hier die Kohle drauf. Und da lang. Okay. Zwar wissen wir natürlich nicht, ob in die Richtung bald schon Aliens sind, ne? Wenn sich nach da die Pollution, also die Umweltverschmutzung, schnell ausbreitet. Ich erkunde mal hier so ein bisschen. Ne, sieht erstmal gut aus noch. Okay. Können wir das machen? Ich hatte auch überlegt, ob ich auf friedlich stellen soll. Also ohne Aliens spielen macht, glaube ich, keinen Sinn, weil man braucht wohl, so wie ich das verstanden habe, nachher Alien-Technologie. Für die Erforschung unserer geliebten Rakete, die uns nach Hause bringt. Was denn bitte? Wer macht denn hier sowas? Und ja, aber es gibt diesen Friedlich-Modus. Der heißt dann, Aliens greifen nicht als erstes an. Und das fände ich aber, glaube ich, ein bisschen langweilig.
So, mach direkt hier schön. So, so, so. Dann können wir hier schon abbiegen. Jo. Können wir. Supi. So. Und da steht er schon im Weg, unser erster Ofen. Komm. Reiß dir direkt ab, die Dinger her. Gib sie her. Gib her. Gib her. Ich glaube, hier können wir direkt anfangen schon, ne? Wartet. Ofen. Ein frei. Output. Ach so. Ha. Dann müssten wir natürlich... Sind natürlich Sachen los. Das ist natürlich nicht so schön. Wenn ich jetzt von hier die Kohle nach da... Nee, ich hab's mir anders überlegt. Das Schöne ist, solange wir noch nicht so viel Umweltverschmutzung machen, ist das alles nicht so schlimm. Wir können uns so viel Zeit lassen, wie wir wollen am Anfang, weil wir werden nicht angegriffen, solange wir friedlich sind und niemanden verschmutzen. Zum Beispiel auch den Herrn Umwelt. Und jetzt kommen wir gleich wieder in Probleme, weil uns dann die Dinge ausgehen wahrscheinlich. So. So muss aber reichen, Leute. So muss wirklich reichen jetzt. Jetzt reicht's, ne? Ja, ja. Ey. Ja, ja. Ja, ja. So vielleicht. Wir können ja... Ach so, lohnt auch nicht. Ja, wir fangen einfach an jetzt. Komm, wir machen hier. Hier fangen wir an. Jo. Dort, dort, dort. Rin, rin, rin. Und Strom. Der... Das ist jetzt auch wieder so eine Sache hier. Muss ich wahrscheinlich... Wir probieren es mal. Ja. Passt dann da drüben wieder nicht hin. Machen wir trotzdem so. Machen wir hier noch inzwischen. So. Was kostet die Welt? Und damit die jetzt weiter schmelzen können, müssen wir hier nochmal ein bisschen Kohle klauen. Ihr seht, die Kohle für die Kraftwerke hat sich jetzt hier schon zurückgestaut. Bis ganz hinten. Und die würde jetzt alles andere, was wir da drauflegen wollen, auf dieser Seite verstopfen. Aber auf der anderen Seite vom Fließband könnten jetzt noch Sachen lang fließen. So funktioniert das alles, meine Lieben. Genau so, nicht anders. Und wir machen es direkt richtig. Komm. Mach direkt noch zwei Öfen hier. Rinn die Kohle. Mach das hier auch noch schnell rinn. 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 Und du noch und du noch und du und so, aufpassen, dass es nicht in die andere Richtung geht. Und Strom. Kühlchen. Kühlchen. Und dann machen wir direkt, dann muss ich es nicht extra... Da muss ich es nicht selber immer rausnehmen. Wäre ja blöd für den kleinen Chibo. Machen wir schon mal direkt hier. Oh, jetzt ist leer. So. 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 Und so. Ist jetzt ein bisschen ungleichmäßig, aber. Und ja. So, schon nochmal schön überkreuzte Stromkabels. Aber ihr seht, hier kommen jetzt schön die Dinger raus. Gib sie schön direkt her hier. Jetzt ist hier natürlich wenig Puffer. Mach mal. Wollen wir. Haben wir nicht noch? Hier. So, das Ding kann weg. Braucht kein Mensch mehr. Im Leben nicht. Kiste, da war noch Erz drin. Können wir hier direkt reinschmeißen. Schwupp. Und schwupp. Und dann machen wir hier noch direkt schon mal. Hat er noch Strom hier? Ja, hat er. Sehr gut. Können wir erstmal so machen. Der nimmt dann erstmal schon mal ein bisschen runter, immer, dass die hier nachproduzieren können. Ach, guck mal, jetzt sind hier auch noch... Oh, oh, gut. Na, ist egal. Ist egal. So, jetzt müssen wir uns hier mit der Kohle überlegen. Ich möchte verhältnismäßig gerne
Weil hier ist ja auch noch. Oh, Kupfer. Haben wir noch ein bisschen. Wir haben glaube ich, noch ein bisschen Kohle in der Tasche, ne? Haben wir noch. Dann können wir nämlich. Oh, die sind auch alle leer hier. Uiuiuiui. Oh, aber nur so ein bisschen Kohle. Oh, schlecht. Aber hier ist noch viel drin. Ah, alles gut. Schön, sehr, sehr schön. So. Die können ja auch erstmal noch ein bisschen Kohle machen. Auch nichts dabei. Und dann noch mal ein paar Fließbänder. Gehen wir uns hier noch ein bisschen Eisen klauen. Wir hätten ruhig auch ein bisschen Dings rausholen können schon mal, ne? So, ihr seht, der eine kommt natürlich nicht hinterher hier mit die Sachen runternehmen. Dafür müssen wir Sachen erforschen. Wir müssen auch bald mit Forschung anfangen schon, weil sonst fehlen uns coole Technologien. Streng geheime Elfentechnologie fehlt uns. Und von der Kohle aus wollen wir jetzt so, glaube ich. Ich glaube, das gefällt uns erstmal gut, ja. Ja. Upsi. So, ja. Machen wir hier gerade hoch, dann können wir hier nämlich nochmal abzweigen, einmal für links und für rechts. So, kann schon mal, haben wir nicht. Mach direkt noch ein paar Greifärmchen hier, was soll der Geiz. So, und einen können wir jetzt hier schon mal machen, der kann hier schon mal auf unser neues, frisch gebackenes Fließband, kann der schon mal Kohle drauf tun. Ich habe den Pfeil schon gesetzt. Ihr seht an dem Pfeil, wollte er sagen. Da, der macht jetzt von oben nach unten. Das ist natürlich falsch. Müssen wir zweimal drehen. Und jetzt packt er da oben schon schön Kohle drauf. Während wir das noch bauen. So. Wie weit haben wir es noch? Haben wir noch ein Stück. Ist denn noch ein Stück? Ist zu weit weg. Ich finde es prima, dass man so weit rausscrollen kann. Das finde ich sehr, sehr nützlich und übersichtlich. So, dann machen wir hier schon mal. Warum habe ich hier nicht bis ganz oben gemacht? Weiß auch keiner. Naja, ein bisschen Platz muss ja auch sein noch, ja. Dort so, da so, da so, da so. Ja. Das wird auf Dauer natürlich nicht reichen. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal behelfen mit Sachen. So müssen wir da erstmal machen. Nee, das bringt auch nichts. Dann müssen wir erstmal weiter oben nochmal anfangen. Aber jetzt ist die Sache, ihr seht's. Das Eisen liegt jetzt auf der rechten Seite. Ne? Von dem Laufband. Also ich gucke immer von der Seite, in die das zeigt. Wenn man jetzt hier nach unten geht, ist das rechts. Von uns aus gesehen jetzt auf der linken Seite. Und wenn ich jetzt von hier einfach das Fließband daran laufen lassen würde, würde auch auf dieser Seite die Kohle landen, was ich nicht möchte. Und deswegen muss ich das so machen und dann mit dem Greifarm hier rüber, weil Greifarme legen immer auf die entfernte Seite. Ihr seht es hier bei denen, die legen das nach da. Wenn ihr mir noch folgen könnt. Ich hoffe, ihr tut das. Mich stört ein bisschen, wie man hier die Sachen aus der Dings nimmt. Aber ist nicht weiter wild. So, und deswegen muss ich das jetzt erstmal mit Greifarm hier rüber schaffen, bevor ich mir da eine schlaue Lösung ausgedacht habe. Und ja. Und weil die Greifarme sonst nicht hinterherkommen, muss ich da mehrere machen. Und deswegen machen wir das so, wie wir es machen. Schon wieder leer. Hier sind Sachen los. Mach direkt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Psi, gib schon mal die Kohle her, Kohle her, Kohle her. Hör mir den Kohlen! Ja, und das macht so Spaß. Und die Zeit vergeht, es ist nicht zu fassen. Oh, kommt gar nicht genug Eisen schon für alle 5 Öfen. Aha. Okay. Oh, wisst ihr, was das heißt? Wir brauchen noch 2 Eisenförderer. Aber die kommen erst nach den 65 Kohle. Kohle, sag ich schon. Nach den 65 Dingern hier. Die anderen. Die Geräte. Wie heißen sie denn?
Förderbänder war das Wort. Fließband. Fließband, Fließband, Arbeit, Arbeit. Ja. Na? Zack, 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 zack. So. Guck mal, sind schon viele fertig. Können wir direkt schon. Ja, mich nervt die Nacht auch ein bisschen, aber hilft ja alles nichts. Hilft ja alles nichts. Wir können da auch bald Lampen basteln. Werden wir dann noch tun. Auch wenn die natürlich unnötig Platz wegnehmen. Aber ja, also so schlimm finde ich es jetzt nicht. Aber ja, Lampen sind schon schöner. Dafür sind wir ja schöne, intelligente, schlaue Menschen, weil wir so Dinge wie Lampen benutzen und nicht einfach in der Dunkelheit leben. In einer Höhle. Und hieße das hier nicht Factorio, sondern Höhlio. Jo, mach hier drei Ärmchen. Mach vier ruhig, komm. Was soll der Geiz immer, Leute? Ihr seid immer so geizig. Sag mal, Mensch, Finn, spare doch in der Zeit. Dann hast du in der Not. Und ich sage immer, nein, davon verblödest du. So, und jetzt seht ihr, die packen jetzt hier die Kohle auf die gegenüberliegende Seite, dass sich das mit dem Eisen nicht in die Quere kommt. Und wunderbar. Weil sonst würde jetzt hier, ihr seht, wir brauchen bei weitem nicht so viel Kohle, wie da gerade ankommt. Sonst würde jetzt die Kohle das Eisen verstopfen. Hier käme dann kein Eisen mehr an und dann hätten wir nur noch Kohle in den Öfen und das wäre alles scheiße. Ja. Und jetzt müssen wir hier direkt die nächste bauen. 20k ist mir zu wenig. Das sind 26, das sind auch 26. Dann kann man das direkt daneben. Und kann... Braucht man gar nicht so viel Platz. Kann direkt hier mit drauf. So. Mache dorthin. Und direkt noch eins. Was soll it? Also, das Schlimmste, was in so einer Situation jetzt hier passieren kann, ist, dass sich halt das Eisen zurückstaut und die dann nichts mehr fördern. Ui, toll, wie schlimm. Deswegen mache ich dann einfach, ne? Und jetzt sollte hier, gucken wir, muss man halt immer auch ein bisschen im Auge behalten. Dass Sachen gut gehen. Und ich habe mir überlegt, wir fangen direkt an. Können wir nicht, weil uns fehlt Eisen. Aber wir haben ja hier eine Eisenkiste. Guck mal, wie schwuppdiwupp. Und jetzt kommt sogar Eisen hier hinten schon an. So. Bauen wir direkt zwei Labors. Und dann 33 Wissenschaftspakete. Weil wir müssen Sachen erforschen. Und zwar ganz, ganz dringend brauchen wir... Hier seht ihr immer das nächste. Hier sieht man dann, hier könnt ihr... Das ist die erste kleine Fabrik, die einfache Sachen schon selber basteln kann. Und das ist ein langer Greifarm. Aber mir ist erstmal das hier wichtig, der schnelle Greifarm. Und der Verteiler. Also da können wir... Kann ich euch dann zeigen. Kann man dann verteilen. Von einem Fließband auf zwei. Das ist ganz prima. Da gibt es auch ganz komische Schaltungen, die dann die Sachen von der einen Seite vom Fließband auf die andere packen. Und das ist ganz nützlich, wenn man vorher nicht aufpasst, wie man die drauflegt. Oder wenn man keine andere Möglichkeit hat. Aber wir versuchen es mit aufpassen. Ist zwar bei der Verhütung nicht immer das Beste, aber... Wird hier auch nicht das Beste sein, aber mal gucken. Oh, seht ihr? Hier haben wir noch gar nicht... Da müssen wir auch ein Auge drauf haben, auf unseren Strom. Wir haben jetzt zwar direkt übertrieben, aber wir haben noch gar nicht alle bekohlt, ne? Guck mal, Leistung ist auf halbe Kraft. Aber wir können trotzdem nicht, dass wir es vergessen nachher. Nicht, dass wir Sachen vergessen nachher. Gleich alle Boiler. Genau, das war nämlich das, was ich mir durchgelesen hatte, hatte ich am Anfang. Weil ich nicht wusste, wie viele Boiler braucht man für einen so ein Dampfkessel-Ding. Und es sind 7 Boiler für 5 Dampfkessel. Und das Ganze mit einer Pumpe. Und der Plan ist quasi, hier dann halt noch 3 Dampfkessel ranzusetzen. Und das Ganze auf der anderen Seite hier nochmal so zu machen von dieser Pumpe aus. Quatsch, nicht 5 auf 7, sondern 14, 10, 1 ist das, ist die Ratio. Und dann haben wir hier einen kompletten Strang, der eine Menge Strom erstmal macht. Und der pflückt hier die ganze Kohle ab, ne? Und seht ihr, genau für so eine Situation ist halt der Dings super. Warum habe ich denn das hier gemacht und nicht auf der Ecke? Ist doch hässlich. Ist halt der Splitter super, weil dann kommt halt die Hälfte beim Kraftwerk an und die andere Hälfte bei unserer Eisenplattenproduktion. Ist das nicht schön? Doch, ist es. Glaubt mir.
Und gibt's hier die Eisenplatten. Man kann auch selber Sachen, die auf dem Fußboden liegen, einsammeln. Indem man draufsteht und F drückt. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Und jetzt haben wir viele Eisenplatten. Machen hier schon die Getränke. Ah, da ist unser zweites Labor fertig. So. Und machen wir die Hälfte hier rein. Und die Hälfte da rein. Nee, alle. Komm. Aber wie das dann nachher aussieht mit unserer Forschung. Wie wir uns freuen über die Forschung. Was wir als nächstes erforschen. Das erfahren wir alles. Leider erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Factorio. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und sagt Tschüssli Müsli.